Ja, das, ich Ja, musste wirklich. im Sommerhaus, ich musste wirklich, ich habe Tränen gelacht. Als an dieser einen Stelle, als du den Michi da, du standst irgendwie oben und er musste da so drehen, wurde ihn so angebrüllt. Er hat mir auch so leid, aber ich musste so lachen, ich konnte nicht mehr, weil ich dachte so, das war auch so menschlich in dem Moment, ne? Wo du dachtest, okay, Ja, und das finde keiner ich kann auch das zu wichtig. 100% immer, Ja, dieses. aber schaut mich doch an. Ich bin doch ein leicht verrückter, aber ganz normaler Mensch. Ja. Erstmal Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Freust mich wirklich riesig. Ich habe, während ich so ein bisschen, ich habe ja ein bisschen gestalkt über dich. Ich habe ja mal geguckt, was ich weiß und was ich auch noch nicht weiß. Und ja, habe ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Bulli-Parade, klar. Sommerhaus der Stars, klar. Dann habe ich auf deiner Seite geschaut und habe gesehen, du bist ja nicht nur Schauspielerin, du bist ja auch Sängerin und du bist Mentalcoach. Und da bin ich jetzt auch so direkt auf meine erste Frage gekommen. Als Mentalcoach, wie geht man denn da gerade durch diese Krise? Geht man vielleicht ein bisschen, das ist ja so das Vorurteil, die Mentalcoaches, die gehen jetzt ganz entspannt da durch, die kriegen das alles super hin. Wie ist es denn? Erzähl mal. also ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich ein bisschen tiefer ins Leben geguckt habe, weil es gibt mir jetzt momentan schon sehr viel Kraft. Also sage ich dir ganz ehrlich. Also man muss jetzt so das Beispiel nehmen. Zahnarzt muss ja auch zum Zahnarzt gehen. Natürlich, naja, das ist jetzt wieder weit hergeholt, aber ist Nee, sicherlich weißt der Fall. Ja, es ist halt einfach so, dass ich natürlich auch meine Tage habe, wo ich ein beklemmtes Gefühl habe. Ne? Wann wird es alles wieder gut? Ich denke natürlich auch an die Menschen. Menschen, die kleine Unternehmen haben, die ihr ganzes privates Geld investiert haben. Was ist mit diesen Menschen, die Kinder haben, Familien, Angestellte, wo andere Menschen auch ernährt werden? Also es ist halt dann so, ich mache mir nicht so prinzipiell Sorgen um mich oder um meine Familie, obwohl ich merke schon auch an meinem Sohn, dass das arbeitet an ihm. Ne? Ganz klar, der ist 10 Jahre alt. Und das ist dann schon hart mit Homeschooling. Gerade bei uns in Bayern ist es wirklich, ich weiß ja, wie das bei euch ist, aber es sind so krasse Anforderungen an die Kinder, wo wir Erwachsene ja schon zweifeln, wo ich mir denke, Mensch, müsst ihr den Kindern jetzt so viel Stoff aufgeben? Die haben ja gerade auch mit sich zu tun, mit der Situation, ja. Und das sind so Momente, wo ich dann schon auch ein beklemmtes Gefühl bekomme. Aber dann nehme ich halt dadurch, dass ich das gelernt habe, du kannst deine Gedanken beeinflussen, indem du irgendwas tust, dass du dich besser fühlst. Und dann veränderst du jetzt das Außen. Also zum Beispiel, dass ich mit meinem Hundebaby eine Stunde gleich in der Früh um 7 in den Wald gehe, mit Schlafanzug, Jacke drüber, Schuhe an und einfach raus. Dann beginnst du anders den Tag. Klar hat nicht jeder die Möglichkeit, gleich ins Grüne zu gehen, weil mein Haus ist halt am Wald. Aber das sind so Sachen, also ich weiß halt einfach, wie ich mir helfen kann, dass ich wieder ein gutes Gefühl bekomme. Und dann verändert sich wirklich auch der Tag. Und ich sage halt immer, auf das, was du dich konzentrierst in deinem Leben, ja, mit deiner Aufmerksamkeit, das wird größer. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich hatte schon Existenzsorgen. Und wo ich da die ganze Zeit nur mich gedreht habe, wie soll ich die Miete zahlen, wie soll ich das machen, jetzt kommt die Autoversicherung, ist es immer schlimmer geworden. Also es kam kein Ausweg. Aber dann gab es immer Momente, wo ich Gott sei Dank liebe Menschen getroffen habe, was jetzt natürlich im Lockdown nicht so leicht war. Ja, für andere Menschen, die jetzt in der Situation sind, nicht wissen, wie es weitergeht, bezüglich der Existenz. Ich kann halt nur den Tipp geben, schau bloß, dass du dich irgendwie ablenkst. Das klingt jetzt naiv. Und dann denkt sich der andere, ja, super, das kannst du jetzt sagen, aber du weißt nicht, wie das ist, wenn es heißt, ich muss in 4 Wochen hier raus. Ja, ich kann aber nur aus eigener Erfahrung, ich war alleinerziehend mit 2 Kindern, wo ich dieses mentale Wissen, diese Quantenphysik mir angeeignet habe, ja, wo er, unser lieber Herr Einstein schon gesagt hat, also diese Resonanz der Anziehung, das ist keine Philosophie, das ist Physik, ja. Da hat sich wirklich was geändert in meinem Leben. Und jetzt ist es ganz arg wichtig, dass die Menschen, egal wie groß die Sorgen sind, sich zentrieren und irgendwas machen, was vielleicht das Außen nicht versteht, dass es dir besser geht. Ja? Das heißt, den liebsten Songs, den du hast, wieder anhören und Headbanging dazu zu machen, nur für dich selber, dass du ein gutes Gefühl kommst. Einen Freund anrufen, den du schon lange nicht mehr angerufen hast, einfach quatschen. Der Mensch, wenn er Sorgen hat, hat die Eigenschaft, nicht zu reden. Und verkrampft sich. Und genau da musst du aufhören.
Ruf jemanden an, den du lieb hast. Und manchmal überraschen dich die Leute. Die Menschen haben verlernt, um Hilfe zu bitten. Ja, und die kann ja nur geholfen werden, wenn du darüber redest. Wenn du dein Herzensmagnet veränderst, wenn du bewusst wirst und da ankommst, ziehst du mehr Menschen an, die ein offenes Herz haben. Resonanz der Okay. Anziehung. Ja. Deswegen habe ich ein sehr, sehr gesundes Privatleben und ganz entzückende Freunde, die auch Ja. mich manchmal tragen, wenn ich ein Tief habe. Ich bin sehr emotional, also habe ich auch Tiefs. Und mein kleiner Diplom zum Mentalcoach hilft mir, mich selber da rauszuziehen. Weißt du, manchmal brauchst du diese Lehren nicht nur machen, weil du dozieren willst oder predigen willst, was ja eh viel zu viel in dieser Welt schon gemacht wurde, sondern es hilft mir auch, mir Für sich, ne? selber. Hm, krass. Ja, echt. Und ich habe halt die ganzen Weisheiten. Ich war ja auf Hawaii bei einer Priesterin, habe eine Ho'oponopono Lumi Lumi gehabt. Ich war halt echt schon viel unterwegs. Und Ja. alles, was ich gesehen habe, habe ich immer so einen kleinen, nicht lachen, Vibrator im Herzen, der mir anzeigt, ey, das ist meine Wahrheit, das kann ich annehmen. Ja. Das fühlt sich gut an. Und darauf sollten die Menschen echt unbedingt wieder mehr hören, auf ihre innere Stimme. Da kommt ja auch noch ein Song. Also ich habe wirklich das Album, wenn fertig ist, was Ja. der Überbegriff die Reise nach Hause reisen soll. Ich glaube ganz fest daran, wenn die Menschen sich die Zeit nehmen und diese Lyrics mal alle anhören, dass dieser Mensch, nachdem er alle, wenn ich das Geld noch für den achten Song zusammenbekomme, weil mein Produzent ist nicht ganz so günstig, aber gut, die zahle ich alles selber. Also ich habe da wirklich sehr viel investiert. Und der erste Song Sternlicht, das ist auch mein Charity-Projekt, davon spende ich 51%. Ja. Ich glaube, dass du wieder bei dir ankommst oder neugierig wirst. Wenn du diese Ja. Lieder alle mal zusammenfassen müsstest unter einer Grundaussage jetzt. Also ich höre jetzt raus, dass es darum gehen würde auch, dass man an sich glauben soll, dass man seine Träume verwirklichen soll. Ist das so diese Grundaussage, würdest du sagen, oder gibt es da noch was anderes, so ein anderer roter Naja, Faden? also ich finde halt, unsere Welt fehlt Liebe und Liebe wurde leider zu arg verniedlicht. Also zu naiv vielleicht ein bisschen hingestellt, weil Liebe ist eigentlich ein Oberbegriff von allen, vom Ganzen. Und das habe ich schon mal gesagt, wo haben die Intellektuellen dieser Welt uns denn hingeführt? Also ich finde, unserer Welt fehlt extrem Liebe, Bewusstsein, Achtsamkeit. Und du kannst halt nur Nächstenliebe entwickeln, wenn du selber Liebe für dich empfindest. Also ich finde halt einfach, also wenn ich jetzt da ein bisschen was ändern dürfte, dann würde ich im Kindergarten schon anfangen. Ich würde Achtsamkeit, emotionale Intelligenz, schamanisches Wissen damit einbringen. Nicht nur Motorik, Rhetorik mit Ausschneiden und Gedichte lernen, sondern ich würde die Kinder, weil es ist ja so, die Lebensunterhaltskosten sind extrem gestiegen. Ja, und ich verstehe die Eltern, dass sie halt mal vielleicht einmal im Jahr einen schönen Urlaub machen wollen und eine schöne Wohnung haben wollen. Das ist doch in Ordnung. So, wenn du aber zwei Kinder hast, einen Hortplatz hast, die ganzen laufenden Kosten hast, ist es halt leider so, dass unsere Kinder oft alleine sind. Und dann wäre es doch schön, wenn die Kinder mehr auf der emotionalen Ebene im Kindergarten oder im Schulsystem abgeholt werden würden. Nicht nur alles um Leistung, Leistung, sondern eben das auch gefördert wird. Deswegen mag ich ja die Waldorfschule so, also das ganzheitliche Schulsystem, weil ich finde halt, jeder Mensch ist einzigartig und hat viele Facetten. Und du kannst nicht jeden Menschen über einen Kamm scheren. Und wenn du aber dieses dreijährige Kind abholst, und nicht jeder kann sich halt einen Montessori-Kindergarten leisten oder einen Waldorf-Kindergarten, sondern in allen Kindergärten eben mehr auf das Emotionale eingegangen wird, eben auch das Schulen ein bisschen. Ja. Ja, also ich hatte halt Glück, also ich bin ja geflüchtet 81 mit meinen Eltern aus der DDR damals und ich hatte das Glück, eine Frau kennenzulernen mit 6 Jahren, die mir das alles in die Wiege gelegt hat. Oder was mir in der Wiege, was jeder Mensch von Anfang an hat, Spirit, nicht Esoterik, Spirit, Geist, Seele, hat sie in mir mit 6 Jahren immer mehr rausgeholt durch ihre Gespräche. Und es war einfach Wahnsinn, diese Frau. Die war der Hammer. Das war echt mein Glück, weil es ist halt so, für mich ist alles eins, religiös, alles eins. Für mich ist ein Mensch, ein Christ, wenn er gut mit sich selber und seinem Nächsten umgeht. Aber würdest du denn sagen, dass dieses, ja, ich versuche die ganze Zeit irgendwie ein Wort zu finden, jetzt, wie ich das am besten verpacken kann, damit man versteht, wie ich es meine.
dass dieses ganze Esoter oder dieses Geist, du hast ja immer auch vom Spirit gesprochen, ne? Vom Geistlichen Spirit, und so weiter, Religion und so weiter. Würdest du sagen, dass das alles so ein bisschen so diesen esoterischen Touch mittlerweile, also dass die Leute halt auch mit vielen Vorurteilen da rangehen, ne? Weil, ja. Leider, okay. Leider. Weil das würde viel verändern auf dieser Welt, wenn jeder sich mal wieder mehr auf sich konzentrieren würde. Ja. Und nicht nur über das Außen beklagt, sondern mal bei sich anfängt. Wirklich bei sich anfängt. Wenn du deiner bewusst wirst, kann das Außen dich nicht mehr so steuern. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Superhero. Natürlich gab es jetzt auch schon Momente in der letzten Zeit. Also das hast du ja auch im Sommer ausgesehen, wo ich geweint habe und gezittert habe. Natürlich habe ich auch meine Tiefen, das habe ich auch vorhin gesagt. Aber ich habe die Werkzeuge, wo ich mich da schneller wieder rausholen kann. Und ich verurteile auch keine Lisha. Ja, musste im Sommerhaus, ich musste wirklich, ich habe Tränen gelacht. Als an dieser einen Stelle, als du den Michi da, du standst irgendwie oben und er musste da so drehen, wo du ihn so angebrüllt. Er hat mir auch so leid, aber ich musste so lachen, ich konnte nicht mehr, weil ich dachte so, das war auch so menschlich in dem Moment, ne? Wo du dachtest, okay, ja, und das keiner kann das zu 100% immer. Dieses. Ja, aber schaut mich doch an, ich bin doch ein leicht verrückter, aber ganz normaler Mensch. Aber dann lass uns aber nochmal über deine Musik sprechen. Da sind wir gerade vorhin so ein bisschen abgedriftet. Und, wenn du. Also, meine Musik ist mein absolutes Herzensprojekt. Ja. Weil da so viel Herzblut drin hängt, viele Tränen, viel Kampf und doch unendlich viel Liebe. Und ich nehme da mal so Vorbilder für mich. Also sogar unser Herr Bohlen hat ja richtig kämpfen müssen am Anfang, ne? Oh ja. Wenn man den Geschichten glaubt, dann ja. Ja, glaube ich ihm schon. Also ich weiß nicht, also glaube ich schon. Und auch, überleg mal Walt Disney, wie der kämpfen musste. Ich glaube, die 60. Bank hat ihm dann endlich Kredit gegeben für seinen ersten Nationalpark. Ich will gar nicht so groß denken. Es geht mir nur darum, dass ich in diesen 14 Jahren, es hat Ostern 07 angefangen, mit einem Freund von mir, der begnadeter Pianist ist, haben wir das Tonband laufen lassen, dann kamen diese Texte, da kamen auch Visionen, das Universum, die Sterne, Licht. Es war wunderschön, wo das entstanden ist. Und am Anfang blühst du und glühst du immer für ein Projekt. Da bist du voller Energie und glaubst dran, ja. Und bist vielleicht auch ein bisschen übermütig. und ungeduldig. Da muss man ganz arg aufpassen, weil Ungeduld, da lernt dir das Universum gewaltig, dass du Geduld lernst, weil Ungeduld ist halt ein Problem, setzt zu viel Druck in alle Projekte, die du machst, ja. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so lange dafür kämpfen werde, nicht muss, obwohl es auch ein bisschen muss ist, weil ich immer das Gefühl habe, das ist von oben gesteuert, dass die Nachrichten an die Menschen raus müssen, besonders jetzt. Gibt es denn irgendwas in deinem Leben, was du bereust? Weil man könnte sich ja eigentlich vorstellen, wenn jemand so mit dem Universum verbunden ist, wenn jemand so einen Bezug dazu hat und so weiter, dass er dann auch die Einstellung hat von, ich kenne mich da jetzt nicht so extrem aus, aber ich könnte mir dann vorstellen, dass man sagt, okay, alles kommt so, wie es kommen soll. Gibt es irgendwas, also was du bereust? Also ich sage immer eins, hättest du mich das vor 1,5 Jahren gefragt, hätte ich vielleicht ja gesagt. Mittlerweile habe ich aber die Einstellung, dass es sehr wichtig war, alles, was passiert ist, damit ich dahin komme, wo ich jetzt bin. Okay. Weil ich gebe dir ehrlich zu, am Anfang, also wo ich mit Bully Parade angefangen habe, ne, da wurde ja oft überlegt mit einer eigenen Show und so, und da war ich dann schon vielleicht auch manchmal ein bisschen oberflächlich. Das tut mir zum Beispiel leid, wenn ich da mal zu jemandem böse war. Das war keine böse Absicht, nur ich habe halt wirklich von Montag bis Sonntag durchgearbeitet, hatte ein kleines Kind. Ich bin ja mit 20 Mama geworden, das erste Mal. Ja. Also ich hatte nur nonstop Stress. Das müsst ihr auch immer bedenken, wenn ihr irgendwo bekannte Menschen trefft, wenn die mal irgendwie anpöbeln, das sind ablos Menschen, die vielleicht gerade in der Scheidung sind oder mit ihrem Partner gestritten haben. Oder einfach durch dem, ja. Und dann maulen die dich an und dann meinen immer alle, boah, der ist voll oberflächlich und eingebildet. Das sind auch nur Menschen. Ja. Und es ist eine Momentaufnahme halt in dem Moment, ja, ne? Ja. Obwohl ich mal einen sehr großen Promi getroffen habe, den habe ich zweimal getroffen, aber zweimal. Ja, das gibt's auch. Dann wäre jetzt die letzte Frage, ich glaube, ist dann sehr schwer zu beantworten, weil ich wollte dich eigentlich fragen, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast. Aber ich habe jetzt gerade schon gehört, ich lasse es fließen. Also ich glaube, du hast dir vorgenommen, dich auf deine Musik zu konzentrieren, aber dir nicht zu viel Druck zu machen, ne? Und meinem Sohn zu helfen, weil er im Übertrittsschuljahr ist. Und das mitten in der Corona-Krise, das ist nicht so laut. Ne? Also das ist jetzt so das Wichtigste für mich, meine zwei Kinder und meine Musik. Dann wünsche ich dir viel Erfolg.
Also, meine Lieben, ich möchte euch noch aus dem Weg gehen. Glaubt mir, es wird alles gut, aber wichtig ist, dass ihr daran glaubt und danach handelt. Ich habe euch alle sehr lieb und wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund und bleibt positiv. Eure Diana.